Gudrun von Stempelfe. Herzlich willkommen bei Verrückt Kreativ. Wir sind in der Woche mit meinem Projekt. Falls ihr Verrückt Kreativ noch gar nicht kennt und euch fragt, was ist das eigentlich, schaut mal hier oben unter dem i, da habe ich euch mein erstes Video verlinkt mit den Erklärungen dazu. Ich habe mir überlegt, ich möchte eine Pinwheel Card anfangen, mal sehen, was da daraus wird. Das kann man auch übersetzen mit Windradkarte. So, ich starte die Stoppuhr, nehme den Papierschneider und einen Bogen DIN A4 Papier und schneide mir den erstmal zu auf 4¼. Alle Zentimetermaße findet ihr in der Infobox. Mal 5¾. Und das falzen wir uns jetzt bei 3¾. Bei 1½. Also alles in Inch, ne? Und das Zentimeter sind dabei in der Infobox. 2¼. Und 3 Inch. Und dann brauchen wir noch 3 Stückchen in 2¾ mal 4¼. Ich stelle mal hier auf 4¼. Zwei Dreiviertel. Hier schneide ich ganz schon mal weg. Dann nehme ich das eine Stück, das ich gefalzt habe, und falze hier alle Faltlinien einmal nach. Und dann klebe ich das hier gleich so zusammen, dass sich hier innen so ein Quadrat ergibt. Also ich gebe hier jetzt, ich glaube, ich mache das mit Stamping Seal Plus. Der klebt ja auch gut, wenn man Boxen verwendet. Da brauche ich nicht so lange andrücken. So. Hier so ein Quadrat. Und jetzt geht es reihum. Ich lege hier ein Stückchen an und klebe es an. Hier. Und das letzte Stück dann hier. Dann sieht das halt aus wie so ein Windrad. Ich glaube, ich verwende hier aber Flüssigkleber. Falls ich mal nicht so ganz gerade treffe, dann ist das einfacher. Jetzt gebe ich nur hier auf dieses Stückchen den Kleber. Ich gebe das hier drauf. Ich hoffe, halt euch nicht bei den Kopf in die Kamera. So. Gut andrücken. Und dann sieht das so aus. Man kann es zu jeder Seite immer wieder drehen. So. Dann die nächste Seite. Es kommt jetzt, das nächste Blatt kommt jetzt hier drin. Ich gebe hier den Kleber auf. Gucken, dass ich bündig treffe. Mit dem Papierfalter nachgehen. Mal weiter drehen und jetzt kommt das letzte Stück hier noch hier drauf. Dann haben wir das Windrad schon fertig.
Illusionen sind wir soweit fertig. Nachher kann man die Karte so flach zusammenlegen und man kann dann immer ein Stück weiter blättern. Je nachdem, wie die Karten dekoriert sind. Ja, das war schon mal. Wir haben 5 Minuten 8 Sekunden gebraucht. Ich stecke das Material jetzt weiter an die liebe Ulrike. Ich bin ganz gespannt, was da jetzt am Ende rauskommt. Vielleicht machen die was ganz anderes da heraus. Ja, also schaltet morgen unbedingt bei Ulrike rein. Die Links findet ihr alle unten in der Infobox. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!